warm hier. Der Vulkan wird doch nicht mehr aktiv sein, oder? Was haben wir denn hier? Ein seltsamer Schlüssel. Okay, der Vulkan ist noch aktiv.
Warum habe ich nur so ein ungutes Gefühl? Wow, scheint so, als wären mir die Kommunisten zuvorgekommen. Hi Indy, willkommen in meinem kleinen Treibhaus. Sophia? Sophia, was machst du denn hier? Dasselbe wie du. Ich habe die Tür entdeckt. Lass uns gehen. Warte, ich brauche keinen Partner. Zu gefährlich. Wer hat gesagt, dass wir Partner sind? Die Firma hat ihre Regeln, Indy. Ich erzähle dir ja nicht alles. Sei vorsichtig. Ich weiß, du glaubst nicht an meine psychischen Fähigkeiten, aber ich spüre Gefahr. Ich bin schon so viel herumgekommen, dass ich an fast alles glaube. Selbst an Verrückte wie dich. Keine Sorge, ich werde den Russen schon aus dem Weg gehen. Nein, die sind's nicht. Es ist irgendetwas anderes, etwas Seltsames. Это запретка! Стой! Ты опять здесь? Эй, ты! Стой на месте! Стой! Стой! Sieht interessant aus. Okay, Sophia, ich habe den Schlüssel gefunden. Hat lang genug gedauert. Sei brav oder ich werfe ihn weg. Besser nicht. Du brauchst meine Hilfe. Leider hast du recht. Da oben ist ein Tor und allein komme ich nicht durch. Danke, Indy. Ich schaue mich jetzt erstmal gründlich um. Warte! Bis bald! Hier steckst du. Irgendwas gefunden? Nichts Unheimliches, wenn es das ist, was du meinst. Wofür ist dieser Schalter? Er öffnet das Tor dort oben. Warte, bis ich in Position bin und dann los. Sag wann.
Jetzt, Sophia! Indy, alles in Ordnung? Ich kann es von dieser Seite nicht öffnen. Nicht schlimm. Ich muss noch etwas spionieren. Warte, was ist mit dieser Vorahnung? Hast du sie immer noch? Ja, aber die Gefahr ist noch weit entfernt. Dir wird nichts passieren. Vorerst. Ich mag ihren Optimismus. Schädel, mystische Zeichen. Die machen mich ganz nervös. Hey, jetzt bist du da! Volotnikov muss hier gewesen sein. Zu dumm, dass er nicht besser auf seine Ausrüstung achtet. Dieses Ding braucht einen neuen Flaschenzug.